schon vor dem Tatort ein Krimi mit Schmackes. Kein Problem in der NRW Arena. Hier ist Feuervogel TV mit Spiel 3 dieser schon jetzt unglaublichen Saison mit dem Hammerspiel gegen Raster Vechta, dem Aufsteiger, das Phoenix am Ende gewinnt. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf und hat einen Namen. Dino Gregory. Der Showdown hat's wirklich in sich. Die ganze Halle hat Schnappatmung und abgekaute Fingernägel. Ja, gratuliere zu Ingo und die Hagen-Mannschaft. Die haben einen super Start hingelegt mit 3 Siegen und sind zu Recht ganz oben in der Tabelle. Und ich freue mich für Ingo und die Mannschaft. Aber für uns ist es natürlich bitter, dass wir dieses Spiel verloren haben, nachdem wir mit 10 Punkten geführt haben. Ingo, ich wiederhole mich zur PK der letzten Woche. Ganz heißer Start in die Saison, richtig? Ja, ist ein heißer Start, keine Frage, wenn du die ersten 3 Spiele gewinnst. Aber wir wollen mal über das heutige Spiel reden. Ja, sehr gerne, denn dieses Spiel hat's wirklich in sich. Alle erwarten einen Sieg, alle wissen aber auch, ein Selbstläufer wird das nicht gegen Raster Vechta. Die Rastermänner machen es Phoenix von Anfang an schwer. Viel Einsatz, das Ganze aber ohne groß aufs Tempo zu drücken, eher unangenehm für die feurige Hagener Spielweise. Richard Williams, Dylan Talley und Co. nutzen die Hagener Ballverluste und Unkonzentriertheiten aus. Die Wende in Viertel 1 kommt erst, als Henry Dugard und David Bell sich daran erinnern, wo die Kugel hin muss. 21:17. Phoenix liegt vorne zum Ende des ersten Viertels. Mit einem Schluck aus der Pulle geht es in Viertel 2. Phoenix hat sich viel vorgenommen, will den positiven Flow vom Ende des ersten Viertels mitnehmen, aber es stockt weiter. Man stellt sich zwar langsam besser auf die Zone des Gegners ein, hat aber nach wie vor Probleme, wirklich ins Spiel zu kommen. Vechta auf der anderen Seite stark in der Defense, stark im Offensiv-Rebound. Gleicht aus und zieht wieder vorbei. Zeigt viele der Tugenden, die eigentlich nur Phoenix in der NRW Arena zeigen will. Der Aufsteiger zeigt sich unbeeindruckt und fordert die Feuervögel ordentlich. Das wird ein harter Brocken. Reinbeißen ist angesagt. Keith Ramsey macht's vor, haut die Kugel weg vom Korb. Auf geht's, Phoenix. Hartes Stück Arbeit, auch wichtiges Spiel, glaube ich, jetzt auch für den Verlauf der Saison und auch für unsere Mentalität, dass wir das Spiel hier gewonnen haben, auch wenn es nicht schön war. Aber jetzt so knapp ist natürlich auch gerade ein bisschen schön und ein bisschen genießen und ausruhen. Ja. Vor dem Genuss und vorm Ausruhen kommen aber nochmal 20 anstrengende Minuten. Mit Felix und den Phoenix-Fans im Rücken hält einmal mehr David Bell sein Team im Spiel. Der Knockout für Vechta ist das aber noch lange nicht. Die Rasters bleiben zäh.
Es geht ins Schlussviertel. Allen ist spätestens jetzt klar, zart bespannte und Herzpatienten sollten ganz vorsichtig sein. Das hier wird wieder ein Endspurt-Haken-Style. David Bell trifft weiter, hilft seinem Team auch in dieser Phase sehr. Aber auch Fechter bleibt im Spiel, ärgert die Gastgeber weiter und ist auch unterm Hagener Korb weiter schlagkräftig. Es geht auf den Showdown zu. Fechter verkürzt, nur noch zwei vor für Phoenix. Ganz kurz vor Schluss, 36 Sekunden noch zu spielen. Der Gegenzug. Phoenix will wieder vorlegen. Dino Gregory bleibt hängen. Ballbesitz Fechter, zwei Freiwürfe, beide sitzen. Ausgleich 78 zu 78. Mark Doris treibt den Ball nach vorne, zieht zum Korb, vergibt den Korbleger, aber Dino Gregory tippt ein. Und das ist es, 80 zu 78. Der dritte Sieg im dritten Spiel und das ein ganz besonders hart erkämpfter. Im Anschluss Humba mit Dino. Was war so schwer heute gegen Fechter zu spielen? Die Zone, da seid ihr irgendwie gar nicht klar gekommen, oder? Ja, wir haben nicht das gespielt, was wir wollten. Wir haben auch zu viele Ballverluste gemacht, viel zu viele. Haben Würfe verweigert, all sowas, was wir eigentlich nicht machen wollten. Und Fechter hat gut gespielt, die haben sehr körperlich gespielt. Unangenehmer Gegner, habe ich schon gesagt. Und ja, da war ich nur glücklich, dass wir jetzt am Ende gewonnen haben. Ja, ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir können stolz auf uns sein. Klar waren wieder ein paar Fehler drin, die wir gemacht haben. Ich denke, die Offensiv-Rebounds, die taten uns weh, jetzt am Ende, der auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt weiter nach vorne schauen. Ich denke, wir wissen, dass wir in der Liga mithalten können und wir müssen weiter von Spiel zu Spiel denken. Well, when it all comes down to it, we're just happy we won the game. But Vex is a very tough team. We knew that coming in. And when we got on the court, we knew we had to play hard and they played hard and it was a great game. Na, wir wussten es vorher und auch uns haben sie dazu gezwungen, ich guck mal, 24 Turnover zu machen, das ist eine Menge. Dazu haben sie 20 Offensiv-Rebounds geholt. Mit den Statistiken können wir normalerweise kein Spiel gewinnen. Nein, wir haben sie nicht zu leicht genommen. Es war eher die Spielweise von Fechter, wie du schon gesagt hast, weil sie haben das Spiel sehr, sehr langsam gemacht. Von Anfang an, wir kamen gar nicht in unseren Rhythmus rein. Und eigentlich hätten wir jeden draufballern können, aber du kannst nicht jeden schießen. Und dann haben wir es tatsächlich zu viel auch gelassen. Wir werfen ja sehr, sehr gerne. Heute hätten wir noch viel, viel mehr werfen können und wir hätten viel mehr zum Korb ziehen können. Und wir waren dann auch irgendwann verunsichert. Deswegen die einfachen Pässe ins Aus, wo gar keiner stand, so viele Schrittfehler, die wir gemacht haben, das passiert ja sonst nicht. Für meine Mannschaft bin ich froh, auch solche Spiele musst du erstmal gewinnen. Und auch wenn es zwei Punkte sind, ganz, ganz wichtig für uns, um unsere Ziele zu erreichen.